Ja. Fuck, ich hab voll Gänsehaut, ne? Fuck, ey. Hier gibt es bestimmt eine Trophäe, dass man hier durchkommt, ohne getroffen zu werden. Ey. Ist jetzt mal gut. Dankeschön, ey. So, noch nicht raus. Jetzt hat die Kamera sich wieder da drauf. Der Hai. Der wird jetzt bestimmt getötet. Jetzt sind sie alle tot. Der Hai ist anscheinend damit nicht zufrieden, dass die ganze Wasserwelt von diesen Dreiecken bedient wird. Okay. Ich glaube, ich habe drei Muscheln verpasst. Habe ich so das Gefühl. Weil dieses Dreieck kam immer nur dann, wenn wir ein Level gewechselt haben. Okay. Leuchten aber auch schön, ne? Gefällt mir irgendwie. Aber das ist. Ah, wir sind ein Roboter. Sind echt ein Roboter. Was leuchtet da so? Na gut, dann gucken wir mal hier, was hier so abgeht. Nicht viel. Auf jeden Fall wieder ganz viel Schrott hier unten. Oh, der Hai. Jetzt ist er tot. Und nu? Oh, da sind so Wasserrosen. So heißen sie, glaube ich. Ich
bin ein bisschen verwirrt. Aber man kann hier so rumschieben, das ist cool. Was ist hiermit? Können wir auch durchschwimmen. Sehr nice. Ich werde einfach mal abtauchen, weil ich schätze mal, dass hier oben eh nichts sein wird. Wir können ja oberhalb der Wasseroberfläche nicht rumdüsen. Was ist das da? Warum? Der ist da so ein. Also sind mehrere. Interessant. Ich habe gesehen, dass da was ist. Da ist auch noch was. Ne, da kann man nicht lang. Ich versuche das jetzt trotzdem mal noch hier hinten. Weil das da oben sieht wieder aus, wie. Ne, das geht auch nicht. Wie bei diesem komischen Ding, wenn wir in den Teleporter reingeflogen sind. Reingeschwommen, whatever. Ey, das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir jetzt hier raus können. Frösche. Oh! Hallo, kleine Schick. Oh, die guckt mich an! Ihr seid süß. Was bist du? Okay, schneller laufen können wir nicht. Hat sich gerade mal aufgehangen, auch nicht schlecht. Ein dicker Frosch. Ne, das ist auch eine Schildkröte, aber hier war. Da sind Frösche. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Yay! Okay. Das ist wieder so ein riesiger Raum. Da kann man was. Da kann man Fische holen. Anne. Anomalocaris. Was ist das denn? Ist auch eine sehr merkwürdige Musik hier. So, was haben wir hier? Helikoprion. Irgendwelche Haie. Waren wir da vorne schon? Ich weiß es nicht.
Aber es sah so blau aus, deswegen. Das sah mir irgendwie so komisch aus. Ich glaube, das war mir echt noch nicht, oder? Doch, waren wir schon. Okay. Hier sind wieder so komische Ketten. Na gut. Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Eieieiei. Ah. Was ist das? Achso, das ist so ein Kettenteil. Da können wir doch lang. Okay. Dann düsen wir doch mal hier hoch. Dann geht, denke ich mal, unten die Dings hoch. Ja, natürlich. Dann können wir die Kette benutzen. Na? Ich guck gerade, ob ich noch irgendwo sehe, ob da noch so ein Spawn-Ding ist. Noch voll das leuchtende Wasser, ey. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Okay, da hatten wir schon das zweite gesehen. Ah, da ist ein Dings. Machen wir erstmal schon mal das hier auf und dann meditieren wir an diesem komischen Stein. Vielleicht sehe ich dann ja noch, wo dieses dritte Beschwörungsding ist. So. Tiktalik. Ah, das ist hier der lange. Okay. Wer bist du? Oh, du siehst ja an. Anomalocaris. Sieht aus wie ein Pinguin, ey. Bist du Akantode. Sieht auch lustig aus. So, wo ist der Pinguin? Da ist der Pinguin. Da! Nein! Der da! Oh Gott! Dolichorynchops! Hm? Ist klar! Ich habe jetzt gerade gar nicht vorgelesen, weil ich war eigentlich Tiktalik. Ach, du bist der, okay. Ich
Mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Gar. Der Fisch ist gar. Nom nom nom. Aber irgendwie ist hier, glaube ich, nichts mehr. Jedenfalls sehe ich nichts. Aber vielleicht habe ich auch schon alle. Ich weiß es nicht. Wir düsen jetzt weiter. Hier ist jetzt auch wieder so ein Weg. Ich tauche aber erstmal unter und schwimme dann dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Unter Wasser, Wasser. Was seid ihr denn für Dinge? Eine ganz große Schildkröte. Wer bist du? Wollen wir das nicht ab? Da! Archelon. Alles klar. Die schwimmt jetzt voll gegen die Wand. Nee, doch nicht. So, warte mal hier. Ah. Nein! Oh. Ich wollte doch noch gar nicht dahin. Das ist physikalisch, glaube ich, nicht möglich. Dass hier oben das Wasser steht und das andere da unten, weil das ist alles miteinander verbunden und das geht meiner Meinung nach nicht. So, was ist das hier vorne?